Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Unbedingt die letzte Folge reinziehen. Besseres Star Wars Feeling kannst du wohl nicht haben und ich bin so glücklich, dass das Feeling von Star Wars in diesem Game so unfassbar geil aufgenommen wurde. Hat mir so im ersten Teil gefehlt und hier hast es halt so extrem krass. Wir sind angekommen auf Tannelor. Es geht jetzt los. Finale kann, glaube ich, kommen. Anschnallen auf jeden Fall, aber vorher Däumchen, kostenloses Abo. Hilfst du mir mega krass mit weiter. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit du auch keine weitere Folge mehr hier auf dem Kanal verpasst von Jedi Survivor, Tears of the Fallen Kingdom und natürlich Diablo 4, Lies of Pi, alle Games, die kommen. Ihr wisst Bescheid mittlerweile. Danke, dass du da bist. Anschnallen. Let's go. Rand der Zuflucht. So. Und so wie es aussieht, begleitet uns Marin auf der Reise. Grease. Ich hoffe, du schaffst das hier alleine. Wo ist BD? Wo ist BD? Okay, komm, wir ziehen los. Okay, ich glaube, das ist ein Bug. BD1 ist nicht da. Wo ist BD1? Ach, da ist er. Okay. Das ist also Tannelor. Ja, sieht schön aus, oder? Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. So viel hat sich verändert, seit ich den Namen zum ersten Mal hörte. Auf diesem Weg kommen wir zum Tempel. Vor langer Zeit echt geil aus. Dagon und Santari Cree hier ihre Zukunft geplant. Und wohin hat es sie gebracht? Ja, das war ja aber auch nur, weil Dagon so besessen war, Marin, ne? Der war ja so besessen hiervon und wollte hier seine eigenen Jedis züchten und jetzt machen, ne? Ja, das kennen wir doch aus dem Flashback. Florierende Gärten. Vorne ist der Eingang. Ja, hier links geht's weiter. Boat wird nicht zulassen, dass das hier friedlich endet. Er hat bereits Verrat und Mord damit gerechtfertigt, ein Vater zu sein. Ja, das ist halt ein schweres Thema. Und er kann nirgends hin. Ist halt ein schweres Thema, ey. Oder getötet werden. Als Elternteil gehst du halt über Leichen, ne? Für das Wohl deiner Familie. Also, was ist so ein bisschen verständlich schon, ey. Du hast recht. Aber was ist mit Cutter? Sie ist nicht viel jünger, als wir es waren, als uns unsere Familien genommen wurden. So sieht's aus. Ich weiß. Wir beide werden diesen Verlust für den Rest unseres Lebens mit uns tragen. Also, wie gesagt. Cutter hat immer noch eine Chance. Zwei Optionen. Ja. Also schön. Wir geben Boat die Chance, sich zu ergeben. Für Cutter. Und für uns. Zwei Optionen. Boat wird durch Calhans sterben. Er wird Cutter mitnehmen und zum Jedi ausbilden. Darth Vader wird jetzt gleich hier auftauchen. Wird Boat mit einem Streich entweder mit Genickbruch machen oder mit einem Lichtschwertstreich aus dem Leben ballern. Wir kämpfen Darth Vader und fliehen mit Cutter und Marin zusammen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas gehe ich stark von aus. Ich glaube nicht, dass es sich ergeben wird. Ich denke ständig an etwas, das sie einmal gesagt hat. Eine Warnung. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Oh ja. Ich finde so viel Hass auf Bord. Sie hat ihren Kampf mit der dunklen Seite gewonnen. Das wirst du auch. Na, wie gesagt, wir sind ja. Wir haben Ravis einfach niedergestreckt. Wir haben Dagon niedergestreckt. Wir haben so viele Stormtrooper niedergestreckt. Gut. In der Basis, im Nova-Ding, wo wir auf Boot getroffen sind, haben wir so viele niedergemetzelt. Also wir sind schon ziemlich nah an der dunklen Seite dran, tatsächlich. Ja. Okay, da in der Ecke gab's nichts. Ich bin ein bisschen ärgerlich, dass ich die zwei Stimbelter nicht gefunden habe, ey. Okay. Rückzug zum Tempel! Die Nile nehmen unsere Stellung in die Zange. Meister Gera, das ist ein Befehl. Ich muss einmal gerade hier hinten in der Ecke schauen. Ey. Vielleicht, wie gesagt, hat Cree oder Dagon ja damals hier ein Stimbehälter-Paket hingestellt. Aber nein, sieht nicht so nah aus. Guck mal, Marin kommt schon gar nicht mit. Die denkt, oh nur, Alter, Mann, Junge, Mann, kommt nicht hier und geht in den Tempel rein. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut, ey. Okay. Konnten wir nicht jetzt hier gerade auch noch irgendwas interagieren oder war das echt nur für BD? Das war nur für BD, ne? Okay, gehen wir rein, Freunde. Let's go. Hörst du das? Cutter. Versteckst du dich, deine
Ja, das kommt so geil mit dem Gesang gerade von ihr hier. Das ist so episch, Mann. Hey, Kata. Das ist Marin. Sie ist eine Freundin. Tut mir leid, dass Papa dir wehgetan hat. Ja. Er sagte, ich würde dich nie wiedersehen. Was machst du hier? Kata, dein Vater hat etwas sehr Wichtiges gestohlen. Wir fragen ihn, ob er es zurückgibt. Zeigst du uns den Weg? Okay. Kommt mit. Ich mag es hier nicht. Es ist dunkel und einsam. Du musst keine Angst haben. Besser? Also ein grünes, gruseliges Licht ist natürlich besser. Bist du hübsch? Da ist er. Kata! Wie seid ihr hergekommen? Es war nicht einfach. Ihr hättet uns nicht folgen sollen. Aber nicht! Bleibt zurück, Kata! Es ist der einzige Weg, dass du sicher bist. Sie wird sicher sein. Das verspreche ich, Boat. Aber hör mir zu. Es ist vorbei. Leg deine Waffen nieder. Dieser Planet wird eine Zuflucht für alle sein, die vom Imperium verfolgt werden. Auch für Kata. Und für dich. Aber du musst dich ergeben. Jetzt. Geh nach draußen, Kata. Hör auf sie, bitte! Yo, okay. Ich werde entscheiden. Warte, er macht einen auf Starkiller mit seinem Lichtschwert. Okay, 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 okay. Der will es. Okay, Boat. Lenk ihn ab. Ich komme auf den Schatten. Diesmal gibt es keinen Kommen mehr für dich, ey. Yes, man! Wow! Oh, 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 yes, man! Genau sowas braucht das Finale! Genau sowas braucht das Finale hier! Hallo? Hallo, hallo, hallo! BD, BD. Oh! Halten, BD.
Okay, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier in den Rage-Mode rein, Junge. Okay, der blockt den einfach komplett weg, den Rage-Mode. Okay, der ist zu mächtig dafür, das ist halt kein Stormtrooper, ne? Boah, da hat er meine Haltung komplett gebrochen, okay. Hat das wehgetan? Ja, aber ein bisschen. Halbzeit. Alter, warum hält der das nicht, wenn so wie es sagt, Killermann? Geil. Okay, nur wir beide jetzt. Okay, okay. Oh. Gib dich der dunklen Seite hin. Hohoho. Fucking go, Mann. Talin, wie Darth Maul. Meine Klinge jetzt auch rot, ne? Alter, okay, wir haben uns der dunklen Seite hingegeben. Okay. Zerfallwalzer. No way. Boah. Okay. Den ganzen Kampf noch eins. Okay. Ey, das war jetzt crazy. Damit habe ich nicht gerechnet. Da kommt wieder diese dämliche Ausweichen jetzt. Dass du eben nicht richtig ausweichen kannst und dann von so einer Scheiße eben getroffen wirst. Aber gut, ey. Entscheidung ist endgültig. Na gut. Meister Roncesus, bitte. Er ist bereit zu kämpfen. Und das bewundere ich. Aber okay. Wir würden nicht nur sein Leben. Die Schiffe starten. Wir haben keine Zeit. Ich hatte noch 6 Heilungen übrig, weißt du? Und dann jetzt ab, er wegen dieser ungenauen und unfairen Steuerung einfach. Du brauchst nicht auf den Schatten anzugreifen, ich mach den jetzt platt, Mann. Perfekt, alles weggeblockt, Mann. Easy Gold, Mann. Guck dir das an. Guck dir das nochmal an. Egal, dann sehen wir das auch nochmal, ne? Das war einfach absolut crazy. So. Da sind meine Seelen. So wenig erst abgezogen, das ist schon krass, ne? Schon krass, was der für einen Lebensbalken hat. Komm runter, komm runter, komm runter! Der kann mir dadurch schaden, das ist... Ich bin ausgewichen. Hört's auf mit sowas, ey. Ich bin sowas von offensichtlich ausgewichen.
Okay. Jo. Ist okay. Ist okay. Gehen wir diesmal hier auf Nummer sicher, ey. Guck dir das an. Guck dir das an. Und er grabt mich wieder. Genau. Du Kackspiel, ey. So eine ungenaue Steuerung, Mann. So eine fucking nochmal ungenaue Steuerung, ey. Das war's. Verblute. Hilfe. Hilfe. So. Alter, Respekt an alle, die sich den Kampf hier auf Großmeister antun, wirklich. Fuck, jetzt habe ich das für die... Aber egal, das macht anscheinend auch Schaden. Heilen. Ich muss näher an den ran, glaube ich. Heilen. Fuck. Heilen. Fuck, ey, fuck. Fuck, oh Gott, nein. Nein, heilen und nah ran. Heilen und nah ran. Fuck, da hat er meine Haltung gebrochen. Boah, richtig konzentrieren. Und schon. Boah, mir nur den Kopf los, genau. Wichtig und wichtig. Darfst du keinem erzählen, was das gerade für eine Frechheit war? Das darfst du keinem erzählen. Guck dir den Scheiß an. Boah. Nee. Nee. Alter, schwitzige Hände des Todes, okay. Das ist unfair gewesen. Das war sowas von unfair gerade. Das Ausweichen in diesem Spiel ist so kacke. Der Kampf ist so geil und so episch. Und jetzt scheitert sie am Ausweichen, oder was? Ihr könnt nicht entkommen. Verdammte Axt, ey. Jetzt machen die natürlich einen Dark Souls hier nochmal durchziehen, ne? Und quasi den Kampf immer wieder von vorne beginnen, damit man sich richtig schön abfuckt. Meine Fresse, ey. Okay, alle guten Dinge sind drei, oder wie war das, ne? So, den Stim verschwende ich jetzt nicht. Ich gehe direkt in meine Seelen rein. Perfekt. Leben und Macht wiederhergestellt. Einfach durchgeflutscht. Jo. Also die letzte Phase von dem ist richtig unfair, wenn er seinen Laserschwert da reinsteckt. Man muss immer genau positioniert hinter dem irgendwie sein. Okay. Das Moveset habe ich jetzt raus. Wie gesagt, schwer wird's nur jetzt gleich. So, heilen.
Okay. Jetzt nah an den Rand. Jetzt nah an den Rand. Okay, selbst da kriege ich Schaden. Ein. So, genau. Na, schön nah ran. Ja, tatsächlich. Gehst du gerade ziemlich gut ab, Boot, ja? Das muss man hier lassen. Eins, zwei, drei. Heilen, heilen. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Vier haben wir noch. Aber zweimal hintereinander von dem diese Schockwelle und ich bin down. Bloß nicht so weit Distanz. Die Distanz darf nicht so groß werden. Heilen, heilen, heilen. Heilen. Oh. Knäppchen, Freunde, Knäppchen. Oh. Nervosität, spitzige Hände. Wo ist das scheiß Anvisieren? Fuck, nochmal heilen. Yes, Mann. Wie es ist, allein aufzuwachsen. Bitte hör doch auf sie, Papa! Also gut. Und wenn das Imperium kommt, könnt ihr dann mein kleines Mädchen beschützen? Wir geben unser Bestes, Mann. Was soll man machen? Es tut mir leid, Kata. Ich hab's versucht. Oh, 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 Marin. Holy shit. Macht er nicht, macht er nicht. Runde 2 oder wie? Einfach nochmal so hingerichtet. Bam, noch ein Schuss hinterher. Wie fühlst du dich? Besser. Danke. Schön. Wir sollten reden. Ich war nicht viel älter als du, als ich meine Familie verlor. Viele Jahre trug ich den Schmerz in mir. Ich wollte mich nicht besser fühlen. Wieso? Ich dachte, wenn ich den Schmerz loslasse, würde ich alle verlieren, die ich liebte. Doch ich lag falsch.
Und eines Tages traf ich jemanden, der auch seine Familie verloren hatte. Gemeinsam fanden wir einen anderen Weg zu überleben. Dieser Schmerz gehört dir. Er ist ein Teil von dir. Der Tod meiner Mutter hat meinen Papa verändert. Das glaube ich. Und mich auch, schätze ich. Ja. Doch das muss dich nicht ausmachen. Und du darfst dich davon auch nicht verzehren lassen, hörst du? Das kann jetzt wirklich so ein bisschen auf der dunklen Seite, oder? Gänsehaut. Bitte sag aber nicht, dass wir Cutter im dritten Teil spielen als Padawan dann wieder. Ihr habt mich meinen eigenen Weg gehen lassen, als es mir wichtig war. Ihr habt mich gelehrt, was es heißt, ein echter Jedi zu sein. Jetzt seid ihr fort. Wir werden euer Vermächtnis fortführen, Seer. Wir werden etwas errichten, das das Imperium überdauert. Das verspreche ich, das verspreche ich. Aber ich habe Angst. Ich hätte mich fast verloren. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin.
Ich weiß nicht, ob ich bereit bin für das, was kommt. Er muss ja irgendwann sterben, ne? Durchs Imperium, glaube ich, ne? Weil das ja gehört ja mit zur Kanon-Story jetzt, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, Vader müsste den ja irgendwie auslöschen, ne? Führe sie durch die Dunkelheit. Jetzt kommt dieses typische Star Wars Ding. Boah. Starkes Ende. Absolut starkes Ende. Stick. John. Nick. Yo, Freunde, ey. Boah. Also wie gesagt. Wie gesagt, ey, das Game hätte, glaube ich, 2-3 Monate länger in Entwicklung bleiben müssen. Denn ich denke, mit den Patches, die jetzt noch kommen werden über die nächsten Monate, wird das Spiel erst richtig, richtig krass spielbar werden. Dass so das ganze Aufpoppen der Texturen flackern und die Performance richtig stabil ist. Aber nichtsdestoweniger trotz, wie gesagt, ist ein absolut gutes Spiel. Hätte ich lieber erwarten sollen mit dem Kauf, ja. Ich habe es anfangs echt bereut, dass ich dafür 80 Euro auf den Tisch gelegt habe. Dafür, dass es die ersten, keine Ahnung, 3-4 Tage, bis der erste Patch rauskam, so schlecht performance-technisch lief einfach. Aber wie gesagt, Storytechnisch, ich habe ja jetzt auch in den letzten Folgen schon gesagt, der Anfangsgigant, ich hatte so Bock, nach dem Anfang irgendwie einfach weiterzumachen, weil ich unbedingt wissen wollte, warum ist es mit der Crew auseinandergegangen, haben wir leider nicht so richtig erfahren. Dann zur Mitte hin hat sich das Game, finde ich persönlich, so komplett verloren einfach. So, man ist von einem Planet zum anderen gehopst, Katz-und-Maus-Spiel, hierhin, dahin, hierhin, Karte finden, Koordinaten finden, keine Ahnung, man wusste selbst nicht mehr so richtig, was macht man eigentlich hier gerade, für wen macht man das überhaupt. Und dann auf einmal nach quasi Ravis ableben, ging es Schlag auf Schlag und ich konnte den Controller nicht mehr aus der Hand legen und musste diese Story einfach so weiter verfolgen, weil die einfach so krass war, Mann. Hab da jetzt in den letzten Folgen einfach gesehen, was da einfach alles abging. Ey, das war so episch inszeniert. Die Story hat so an Fahrt aufgenommen. Die heftige Wendung dann eben mit Boat war für mich persönlich irgendwie von Anfang an klar. Das habe ich auf Coruscant schon an seinen Blicken irgendwie er ahnt, dass der irgendwas im Schilde führt und nicht, glaube ich, komplett auf unserer Seite ist. Ja. Aber ja, dass das so quasi dann am Ende der richtige Gegenspieler war, war schon nice. War schon nice. Der Endkampf jetzt vor allem gegen den, der war absolut episch inszeniert, hat richtig Fun gemacht. Wie gesagt, Story kann respawnen. Das muss man denen wirklich lassen. Die Story ist richtig nice. Aber wie gesagt, Welt müssten sie auf jeden Fall für den dritten Teil daran arbeiten, dass das Spiel fertig auf den Markt kommt. Vielleicht, wenn sie es nicht schaffen, technisch irgendwie die Welt dann eben kleiner machen, dann sind es eben wieder die Schlauchlevel des ersten Teils. Dafür läuft es aber performance-technisch eben deutlich besser. Ich würde es persönlich begrüßen, wenn sie sich jetzt wirklich mal ein paar Jährchen mehr Zeit nehmen. Vielleicht versuchen, so ein Semi-Open-World-Game zu machen, dass man eben mit Speedern rumflitzen kann über die Welt. Mit geilen Nebenquests, weil, wenn man ehrlich ist, auch die Nebenquests hier waren jetzt auch nicht berauschend. Immer diese Gerüchte, gehst du hin, machst kurz was, ist es vorbei. Vielleicht so dann echt so ein bisschen auf die RPG-Schiene versuchen mitzugehen, dass man nicht immer auch dieses Backtracking, das, wie gesagt, fand ich im ersten Teil noch okay. Jetzt im zweiten Teil hat es mich dann so teilweise wirklich so ein bisschen gestört. Immer. Und vor allem hast du auch nur zwei wirkliche Planeten. Ja, wenn man den zerstörten Mond noch mitten, hast du drei kleine Planeten, hast du einen kleinen Planet.
wo sich dann eben alles abspielt. Das ist so ein bisschen, muss jetzt nicht sein, weißt du. Kobo ist jetzt nicht so geil designt, dass man sich denkt, so, wenn man wenigstens dann zurückkommt, boah, geil, ja, ja, alles klar. Oder Jeddah, so ein trister Wüstenplanet. Dann, also für mich, die geilsten Momente waren eben in den imperialen Basen oder in diesem Raumschiff, der zerstörte Planet, wo es eben so ein bisschen, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, eben von der Atmosphäre eben ist. Das waren für mich so die Highlights, aber so Kobo reizt mich jetzt nicht, Jeddah reizt mich auch absolut nicht. Und vielleicht, wie gesagt, einfach für den nächsten Teil irgendwie ein bisschen mehr RPG-Elemente mit reinbringen, das würde ich absolut cool finden. Ich fand es cool, dass man Kerl optisch anpassen kann mit Frisur, Bart, den ganzen Kleidungen. Aber wenn man da eben jetzt noch so ein bisschen sagt, okay, die Duelist-Rüstung, die wir jetzt gerade tragen, die hat die und die Abwehr, Geschick, Stärke, Defense, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, dass das eben so auf den Sets eben drauf ist, dass man dann eben Brust, Handschuhe, Hose, Gürtel, sowas eben hätte mit geilen Werten eben. Transmog natürlich von Anfang an müsste da am Start sein. Das wäre richtig geil. Oder dann eben auch so ein paar Legendary Outfits wie Mace Windu, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Staffel 1, 2, 3 oder Episode 1, 2, 3, Clone Wars, dass man eben so richtig geile legendäre Outfits eben da reinpackt, so die eben richtig geiles Star Wars Feeling rüberbringen. Das wäre fantastisch, glaube ich, ja. Das wäre ziemlich nice, wenn die vielleicht so auf diese Richtung gehen würden. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die Welt wird dann eben nochmal größer. Es kommt ein großer Planet dazu. Und dann trackt man eben auf, oder backtrackt man eben auf drei, vier Planeten. Die ganze Zeit hin und her. Gut möglich. Schreibt mal eure Meinung zu dem ganzen Game hier in die Kommentare. Wie gesagt, storytechnisch absolut cool. Die Mitte muss man einfach irgendwie überstehen. Es macht ja trotzdem Spaß. Aber wie gesagt, bitte patcht irgendwie einen Porzelbaum hier ins Game, denn für mich persönlich frustriert es ziemlich sehr. Dieses dämliche Ausweichen funktioniert meiner persönlichen Meinung nach absolut nicht. Und ich habe jedes Souls-Spiel gespielt, die meisten davon auf Platin gezockt und weiß, wie fair das Kampfsystem in Souls ist und dass es da am Scheitern immer an einem persönlich liegt und nicht an der Steuerung oder am Spiel. Und das hat man hier eben absolut gar nicht. Sie versuchen es zwar mit Ach und Krach auf Souls-Niveau zu kommen, schaffen es aber meiner Meinung nach absolut gar nicht. Also so richtig absolut gar nicht. Wie gesagt, hakelig, krampiges Kampfsystem. Ausweichen funktioniert überhaupt nicht. Im ersten Teil hat sie wenigstens noch einen Purzelbaum. Und hier kommst du gefühlt immer nur 2-3 Meter weg vom Gegner. Und die Attacken, die roten, treffen dich trotzdem irgendwie, obwohl du eigentlich perfekt ausgewichen bist. Ist ziemlich unfair, ziemlich ungenau. Und kann wirklich so ein bisschen Spielspaß einfach nehmen, dass wenn man einfach perfekt spielt, so wie es jetzt eigentlich am Ende vom Boot war, ich bin super durchgekommen und dann wegen diesen 2-3 Attacken, denen man einfach nicht ausweichen kann, scheiße dann eben rein. Da müssten sie auf jeden Fall auch ansetzen und da würde ich als Empfehlung an Respawn oder EA als allererstes mal ansetzen, das Kampfsystem so flüssig hinzukriegen, dass es einfach komplett rund läuft und fair ist und nicht hier, keine Ahnung, wie gesagt, alle, die es, glaube ich, jetzt gezockt haben, der Octobocto, der kann gar nichts, der kann absolut gar nichts, aber der ist so unfair designt und dass die Steuerung funktioniert sowas von gar nicht bei dem, dass man da eben wirklich Probleme hat mit dem, ne? Ist schade, deswegen würde ich da zuerst ansetzen und dann irgendwie die Welten bauen, damit der Rest eben da rumpasst, ne? Ja, storytechnisch mache ich mir keine Sorgen um den dritten Teil, also wie gesagt, das hier ordentliche Schippe draufgelegt. Hier kam ein richtig geiles Star Wars Feeling rein. Hat die Story sogar geiler als hier Episode, was ist es, 7, 8, 9 oder so mit Rey oder wie die hieß. Finde ich das hier deutlich geiler. Ich mag die Crew. Und wie gesagt, ich sag's jetzt schon, Kata wird jetzt zum Padawan ausgebildet von Cal Kestis. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare rein. Ein Ort namens Heimat. Und da kommt noch was. Nice. Naja, es ist zwar nicht das, was wir erwartet hatten, aber das ist jetzt unsere Heimat. Ja, Grace. Das ist es wohl. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Es dauert, den versteckten Pfad zu erreichen. Und die Anachoreten zu finden. Und ein Zylon zu bauen. Ist zwar gruselig hier, aber ich sehe durchaus Franchise-Potenzial. Das hier gehört dir. Es gehört zu uns allen.
Was denkst du, Kata? Sollen wir es probieren? Ja. Los geht's. Yo, das wollte ich hören. Oh, sehr gut, dann los. Du bist sicher hungrig. Ich mach was zu essen. Hattest du schon mal ein Scar-Steak? So düstere Musik jetzt am Ende. Was soll das? Reise abgeschlossen. Du hast das Ende deiner Reise erreicht. Allerdings kann die Galaxis frei erkundet werden und vielleicht gibt es weitere Geheimnisse zu entdecken. Ja, noch ein paar Frisuren oder so, ne? Neue Reise Plus. Neue Reise Plus im Hauptmenü verfügbar. Alle Kampfstile, kosmetische Objekte und aus früheren Spielen werden zusammen mit einem neuen Boni und Lichtschwertfarben freigeschaltet. Alle Fähigkeitenpunkte werden ebenfalls in ein neues Spiel übernommen. Nice. Und da sieht man es auch schon, das rote Lichtschwert ist leider erst wieder im New Game Plus verfügbar. Ärgerlich, Mann. Neue Reise Plus. Kostenlose Vorteile. Reinheit. Erhöht den Waffenschaden von Verbündeten und Gegnern deutlich. Okay. Krieger. Ersetzt Standardgegner durch neu schwierige Kämpfe. Trendsetter. Wähl dein kosmetisches Objekt zufällig aus, wenn du ausgeschaltet wirst. Okay. Also so ein paar Extras eben, die man nutzen kann, ne? Mhm. Gut, rasten wir mal. Ich hätte noch ein Stim-Package übrig gehabt. So, wir testen es trotzdem mal. Ist das rote Lichtschwert wirklich nur jetzt verfügbar? Und als nächstes geht's nach... Guck mal, Nova Garon, da könnte man auch hinreisen. Das war... Wie gesagt, das hier fand ich richtig, richtig geil, Mann. Der zerstörte Planet, geil. Coruscant würde ich auch gerne nochmal hin. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwas Nices zu finden, jetzt mit allen Fähigkeiten, die wir haben. Okay, checken wir erstmal ab. Ist es wirklich nur New Game Plus rot oder auch jetzt? Ja, schade. Gut, ich finde, wie gesagt, ich habe mich in das Orangene verguckt irgendwie. Die beiden... Absoluter Favorite. Okay, okay, okay. Na, ja, Freunde, dann würde ich sagen, ey, ist das Let's Play mit Star Wars Jedi Survivor hier erstmal beendet. Vielleicht, wie gesagt, kriegen wir ja irgendwie ein DLC, was ich nicht vermuten würde, werde. Oder wenn ihr Bock habt, können wir natürlich noch die anderen Planeten so ein bisschen erkunden. Also ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal auf Kobo vorbeischauen. Und werde mal zu diesem riesigen Wesen einmal gehen. Mal schauen, was da noch so geht. Und ja, keine Ahnung. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video mit Zelda Tears of the Kingdom. Ey, da bin ich absolut gespannt drauf. Wird, glaube ich, auch ein richtig legendäres, absolut episches Abenteuer werden. Darfst du auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du das nicht verpassen wirst. Kurz darauf geht auch schon Diablo 4 los. Wird auch absolut legendäres Game werden. Wenn dir das Video hier gefallen hat, das ganze Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Däumchen da lässt, ein kostenloses Abo da lässt, hilfst du meinem Kanal mega krass mit weiter. Bedanke mich für den ganzen Support auf die Folgen. Habt nur einen schönen Tag. Wir sehen uns in Zelda. Bis dahin. Ciao mit V.